Wunderschönen guten Abend am Sonntagabend, 12. Juli 2015, 20:30 Uhr. Hier spricht Berlin, hier spricht Admiral Markets. Mein Name ist Jens Schanowski. Ich grüße Sie alle 2 Wochen zum Sonntagabend-Webinar Marktvorbereitung auf die neue Handelswoche mit ganz viel Markttechnik und mit ganz viel Jochen Schmidt, der in knapp 2 Minuten übernimmt. Bevor der Jochen übernimmt, darf ich Ihnen aber pro forma immer einige Dinge erzählen, wie zum Beispiel Titel vom Webinar, hier auch nochmal eingeblendet. Aber für alle, die das erste Mal dabei sind, Risikohinweis: Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten, egal ob es Optionsscheine sind, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs, ist das Gleiche. Der Hebel multipliziert Gewinne, aber auch Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind. Deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen Sie einen kompletten Warnhinweis auf der Webseite gerne einmal durch. Und nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen bitte. Execution only ist das Geschäft. Wenn Sie mit echtem Geld traden, werden Sie jede Trade-Entscheidung vollkommen autark und selbsttätig treffen. Alles, was wir hier machen können, sind allgemeiner Marktausblick, allgemeine Meinungen und Einschätzungen. Bitte nicht als persönliche Anlageberatung missverstehen wollen. So sieht der Moderator aus, der gleich in knapp einer Minute übernimmt, der Jochen Schmidt. Und ja, wir machen die Webinare zusammen für Sie. Wenn Sie also Fragen haben, Wunschmärkte haben, etwas genauer erläutert bekommen möchten, mit Ihrer Tastatur Ihr Anliegen hineinschreiben. Sie haben, wenn Sie live dabei sind, so einen Question-Chat-Bereich, also Frage- und Antwortbereich, da schreiben Sie Ihr Anliegen hinein. Und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Und wenn Sie später Fragen haben, per Telefon, per E-Mail, via Facebook, via YouTube und niemals zu vergessen die Webseite www.admiralmarkets.de, sind wir gerne für Sie da. Ja, auf der Webseite wollte ich noch ein, zwei Sachen gleich auch zeigen, bevor gleich wirklich der Jochen übernimmt. Zum Beispiel ganz neu, letzten Montag gestartet, Admiral Club. Vergleichbar mit den Meilen von Fluggesellschaften. Also wenn Sie ein Live-Konto haben, mit jedem Trade Bonuspunkte sammeln, die Sie gegen Cash, gegen Bargeld dann einlösen können. On top, kostenfrei dazu, nur Vorteile. Alle Live-Kunden sind automatisch Mitglied. Neu gestartet für Admiral Markets UK letzte Woche. Und auf der englischen Webseite schon gestartet letzte Woche, hoffentlich, ich weiß nicht wann, aber Montag, Dienstag, Mittwoch, hoffentlich nächste Woche, Market Heatmap, der Marktradar, dass Sie einfach auf einem schnellen Blick die Märkte, die wir anbieten, scannen können, screenen können. Die größte Volatilität, die größten Beweger zum Beispiel, Tops und Flops, das ist ja immer ein Thema, weil Bewegung der Freund des Traders von Forex und CFDs ist. Wenn Sie runterscrollen, bald, wie gesagt, auf der deutschen Webseite, jetzt schon auf der englischen, ja, können Sie es nach Forex unterteilen, Sie können es als Tabelle oder als Chart sich anschauen oder ganz unten die letzte Tabelle, wenn Sie auf die Überschrift klicken, halt sogar sortieren. Wunderschöne Sache. Wir freuen uns sehr. Wir haben lange daran gearbeitet. Auf der englischen Seite da und bald auf der deutschen. Das sind meine ersten 2 bis 3 Minuten. Ja, und wenn Sie nach heute Abend nicht genug von uns haben, morgen haben wir 2 Webinare. Alle Webinare finden Sie immer auf admiralmarkets.de im Webinarbereich. Zum Beispiel Guten Morgen DAX Index oder die offene Sprechstunde, wo Sie alle Ihre Fragen ganz offen stellen können und wir ausführlich darauf eingehen. Das war heute mal 3 oder 4 Minuten, aber jetzt übernimmt wirklich der Jochen Schmidt. Hallo Jochen, ich grüße dich. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Und ja, ich glaube, zum Thema Griechenland gibt es aktuell noch nichts Neues, jedenfalls nichts laut spiegel.de, was ich gerade noch gecheckt habe. Also schauen wir mal auf den Markt, die Markttechnik. Du hast das Wort. Hallo. Hallo Jens, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader, auch von mir ein herzliches Willkommen zum Sonntagabend. In spannenden Zeiten, ja, ich habe gerade noch Tagesschau gesehen und den Brennpunkt zu der ganzen Griechenland-Geschichte. Ja, und wenn man sich den DAX so anschaut, vor allem so die letzten, Verzeihung, muss mich ständig räuspern hier, vor allem die letzten Wochen sieht es halt langsam aus wie ein Schweizer Käse. Ne? Wir haben nur noch Lückensprünge und es kann auch gut sein, dass vielleicht zum Montag hin wiederum eine Eröffnungslücke im Markt sein wird, also eindeutig ein politischer Markt. Und Sie wissen, oder diejenigen, die neu jetzt dabei sind bei dem Webinar, ich halte mich politisch immer bedeckt. Ich habe überhaupt keine Meinung oder sowas oder Zukunftsvisionen, wie jetzt der Kurs irgendwo hingehen könnte, weil ein bestimmtes politisches Ereignis das bewirken sollte. Ich glaube da nicht so ganz daran. Was wir uns hier anschauen, ist schlichtweg Angebots- und Nachfrageverhalten. Wir versuchen im Sinne der Markttechnik oder besser gesagt im Sinne des Trendaufbaus, da einfach zu analysieren, wie sieht es denn gerade im Markt aus? Und nochmal Entscheidungen, die Sie dann
treffen für Trades, müssen Sie auch selber treffen, weil das Bild, sage ich mal, im Chart sich wirklich minütlich ändern kann, möchte ich nur darauf hinweisen. Ich würde vorschlagen, ich beginne einfach mit der Analyse des DAX und arbeiten wir uns dann zu Ihren Wunschmärkten vor. Ich gehe mal kurz aufs große Bild nochmal. Sie wissen, ich mache das sehr, sehr gerne. Ja. DAX, wunderschön Aufwärtstrend über längere Zeit. Was sich hier jetzt einzeichnet, ist der ganz große Trend, der große Aufwärtstrend. Und wir sehen super tolle Bewegungsausdehnung. Und natürlich, was dabei überfällig war, ist die Korrektur. Korrektur ist da, nochmal völlig unabhängig, ob das jetzt mit politischen Dingen oder schlechten Nachrichten zu tun hätte, sondern wir erkennen einfach, was Sache ist. Der Markt ist in einem Korrekturmodus. Und diese Korrektur, hier ist auf dem ganz großen Bild auch sehr deutlich zu sehen, ist definitiv noch nicht zu Ende. Ja? Weil, wie wir erkennen können, es ist hier schwierig übrigens, das einzuzeichnen wegen den ganzen Lückenspringen, aber für mich ist es ein Abwärtstrend, der hier sich gut ausgedehnt hat, jetzt wieder hochkommt. Wir sind in der Korrektur, das ist meine Meinung, also rein zur Charttechnik. Nochmal, ich interpretiere nicht hinein, dass wenn es jetzt mit Griechenland gut läuft, dass der Markt dann die Korrektur beendet hätte. Er hat sie definitiv nicht beendet. Hier, auch wenn man näher rangeht auf den Tageschart, ist das für mich immer noch ein voll intakter Abwärtstrend, der hier lediglich in seiner Korrektur ist. Und das bedeutet, es kann durchaus sein, und es darf auch bitte nicht überraschen, wenn trotz Monsterlücke und perfekten Bewegungen nach oben der Markt wieder nochmal nach Süden eindreht. Also das darf Sie bitte nicht aus den Socken hauen und ich hoffe auch nicht, dass Sie jetzt großartig übers Wochenende in den Märkten drin sind. Das kann natürlich gut gehen, ja, wenn Sie die richtige Lücke oder den richtigen Sprung erwischen, seien auch gegönnt, aber Sie haben halt auch das Risiko mit den Gaps und der Stop-Abrechnung in diesem Moment. Gut, also nochmal, für mich ist es ein Abwärtstrend, der ist voll intakt. Was oder wie müsste das Bild aussehen, damit man sagen kann, in Ordnung, dieser korrektive Abwärtstrend ist zumindest gebrochen. Das ist der Fall, wenn der hier über die, ja, was ist das? Moment, ich messe mal genau nach, ja, damit wir es sehen können. Das letzte deutliche Korrekturhoch liegt hier bei der 11.600, um den Dreh rum. Ja. Und ich wäre halt der Meinung, wenn der Markt hier rüber ginge, dann wäre der Abwärtstrend erstmal gebrochen. Was ein gutes Zeichen wäre, vielleicht könnte sich der große Trend dann wieder nach oben durchziehen, wäre eigentlich die wünschenswerteste Alternative. Und eins ist auch klar, natürlich kann es auch sein, der Markt bildet erst ein Gegensignal aus. Das wäre also die klassische Art und Weise, wie ein Abwärtstrend oder die Korrektur beendet werden kann. Ja. Das muss man ehrlich gesagt abwarten. Ja, das ist jetzt meine Meinung. Also ich halte eh sehr, sehr, sehr die Füße still bei diesen politischen Märkten und kann Ihnen vielleicht das auch nur empfehlen, gerade wenn Sie am Anfang stehen oder wenn Sie unbedingt in den Markt gehen, das ist bitte mit vorsichtiger Positionsgröße machen. Ja. Also nochmal für mich Abwärtstrend voll intakt. Nochmal ein Heranlaufen nach Süden, absolut denkbar. Falls der Markt nach oben durchstartet, wäre zuerst der Trend gebrochen, ja, was nicht bedeutet, dass wir automatisch jetzt einen Aufwärtstrend wieder bekämen, sondern würde ich jetzt neigen, eher ein Signal abzuwarten. Und wenn der Markt halt durchstartet, nach oben durch, okay, müsste man versuchen, auf den kleineren Zeiteinheiten dabei zu sein. Als Daytrader kann ich das, viele von Ihnen vielleicht nicht, weil Sie tagsüber einen anderen Beruf nachgehen. Ja. Aber was diese Trendgröße angeht, so wie ich es gerade erkläre, ja, ist es so, wie ich sagte. Ich gehe zu dir zurück, Jens. Ja, eine allererste allgemeinere Frage eines Teilnehmers. Vielen Dank dafür. Kann man überhaupt in der jetzigen Zeit, Stichwort Griechenland, technisch traden? Fragezeichen. Ja, natürlich kann man das. Aber ich sage mal so, die Geschichte ist halt die, wenn ich trade in diesem politischen Umfeld, muss ich wissen, dass theoretisch aus dem Nichts, ja, bei irgendeiner Nachrichtenlage, wie auch immer, dass der Markt plötzlich komplett aus der Technik oder der Handelsgeschichte, wie man sich dann aufbaut und heranalysiert, dass der ausbricht. Ja. Das bedeutet, man kann auf dem falschen Fuß erwischt werden im schlimmsten Fall oder dass man halt Gewinne sehr, sehr schnell wieder abgibt. Aber traden kann man sehr wohl. Ich bin der Meinung, und nochmal, das ist nur meine Meinung, es gibt unterschiedliche Sichtweisen zum Chart oder wie Kursbewegungen zustande kommen. Ich sage so, dass viele Dinge eingepreist sind. Ja, das klingt immer so hochgestochen. Ich möchte mit nur Folgendes sagen. Ich denke, dass die Mehrheit der Teilnehmer an der Börse, und es gibt nicht nur Anleger an der Börse, es gibt noch viele, viele, viele andere, sehr wohl auf die Technik achten. Übrigens auch der ganze Computerhandel, der so wahnsinnig gefürchtet wird von allen Leuten, wird von Menschen programmiert, die wiederum darauf achten, definitiv, ob man einen Trend haben oder nicht. Ja? Oder anders gesagt, werden Hoch- oder Tiefzonen über- oder unterschritten. So. Deswegen halte ich mich sehr wohl an die technischen Vorgaben, wie auch in einem ganz normalen Markt, in Anführungsstrichen, muss aber vielleicht bei politischen Märkten schneller sein oder mein Risiko vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Das
wäre so der Ansatz. Aber traden kann man definitiv, wenn man mit den Risiken leben kann, die einem da ja begegnen können. Jens, ich gebe zu dir zurück. Eine zweite etwas allgemeinere Frage, vielleicht sage ich dazu Beginn erstmal was dazu. Können Sie etwas über Gaps sagen, wird gefragt. Ist relativ allgemeine Frage, wenn der Fragesteller noch ein bisschen Details ausführen kann, was er genau möchte. Gaps, für alle, die es noch nicht so wissen oder von den englischen Begriffen, was ja immer im Trading ein Thema ist, heißt nicht anders als Stufe oder Lücke. Das heißt, wie jetzt zum Beispiel gut zu sehen im DAX-Chart, Sie hatten eine Lücke am Freitag, von Donnerstag auf Freitag, ein großer Sprung nach vorne. Es war öfter mal ein Gap in den letzten Tagen. Bedeutet einfach nur ein Kurssprung. Kurse in diesem Gap, in dieser Lücke gab es nicht. Das heißt, wenn Sie vielleicht Short waren und einen Stop-Loss nach oben gesetzt haben, konnten Sie böse erwischt worden sein, weil vielleicht haben Sie Ihr Stop-Limit irgendwo in der Lücke gesetzt, konnte aber nicht ausgeführt werden, weil ein Stop immer nur zum nächsten verfügbaren Kurs ausgeführt werden kann. Und der nächste verfügbare Kurs kann bei einem durchschießenden Sprungmarkt halt auch weiter weg sein. Das ist immer nur, was immer mal wieder, ich bin ja auch im Kundenservice, Fragen aufwirft. Wenn Sie mehr dazu haben möchten, an Fragen bitte nachstellen. Eine nächste Frage, es sei denn, du möchtest was ergänzen, jetzt an dich. Könnte man im DAX den Verlauf seit dem Hoch von Mitte, Ende März 2015 als bullische Flagge bezeichnen? Ja, Moment. Mitte März, ne, sagte derjenige, jetzt muss ich gucken. März. Meint er das da? Ich für mich, ja. Sie merken, ich tue mich schwer. Ich ordne Flaggenkorrekturen etwas anders ein. Die sollten enger gestaltet sein. Also nochmal, das würde ich nur mein Empfinden. Keine Ahnung, vielleicht ist auch ein profitechnischer Analyst unter uns, der jetzt sagt, dass ich Unrecht habe, aber das ist für mich eigentlich schon relativ eine klare Geschichte, ja. Also auch wenn man hier das mal anschaut. Also man könnte sagen, es ist ein kleiner Trendwechsel, der stattfindet. Und vor allem für mich ist dann halt das Wichtige, dass der DAX das hier hingelegt hat. Das war für mich schon ein deutliches Signal. Ja. Dass das Flagge hier zu sehen, kann man machen, ja. Ich meine, Trendkanal kann man schön anlegen. Flaggenkorrekturen, aber das müsste für mich müsste eigentlich irgendwie enger sein, langsamer sein. Da würde ich sagen, okay, wir haben eine Flagge. Aber nochmal, da hat jeder auch sein persönliches Empfinden, ja, denke ich mal. Ja. Jens, ich gebe sie dir zurück. Eine weitere Frage zum DAX. Schönen guten Abend. Ich habe eine etwas umfassendere Frage, aber ich versuche es einfach mal, schreibt er. Frage zu den Abhängigkeiten vom DAX. Mit welchen Märkten hängt der DAX eng zusammen? Zum Beispiel letzte Woche war der chinesische Markt gestiegen. Und daraufhin ist der DAX auch gestiegen. Sehen Sie da Korrelationen? Ich sehe ständig Korrelationen, aber ich sehe die Korrelationen kommen und gehen. Wir haben das Thema oft gehabt, ist auch in Ordnung. Ich sage so, natürlich ist es oft genug zu beobachten, dass Märkte fast 1:1 gegensätzlich oder miteinander laufen oder parallel laufen. Punkt ist aber der, vergessen Sie bitte eines nicht, die Welt ist vernetzt, die Welt ist global, der Handel ist elektronisch. Das bedeutet, große Investoren oder generell Marktteilnehmer sind weltweit unterwegs. Somit können diese Korrelationen oder Parallelitäten entstehen, ja, und auch Gegensätzlichkeiten. Ich habe mir halt eines zur Regel gemacht, dass ich niemals hergehe und sage, nur weil jetzt der chinesische Markt steigt, steigt der DAX. Oder die klassische Korrelation zum DAX wäre der Dow Jones. Viele Jahre hieß es ja, wenn der Dow hustet, hat der DAX Grippe. Also sprich, dass der Dow der maßgebende Markt eigentlich ist für den DAX. Und wir haben auch während des Live-Tradings oft genug festgestellt, dass es vehemente Abkoppelungen gibt und auch die können auch recht lange gehen. Und deswegen verweise ich immer wieder darauf, ein Markt, der ein eigenes Orderbuch hat und der DAX hat ein eigenes Orderbuch. Und dieses Orderbuch ist nicht verknüpft mit der chinesischen Börse oder mit der amerikanischen Börse, wird gehandelt durch Angebot und Nachfrage. Ich weiß, Sie können es immer hören, aber es ist einfach, das sind die zwei elementaren Bausteine. Und deswegen hat er ein Eigenleben. Das heißt, er kann von einer Minute auf die nächste komplett anders reagieren, wie den Markt, den Sie beobachten. Und mein Tipp ist der, wenn Sie Korrelationen ausmachen, ist das nicht falsch, nicht missverstehen, aber bitte nicht hergehen und sagen, weil der Hang Seng steigt, jetzt gehe ich aber long im DAX. Das kann tierisch in die Hose gehen. Mein sicherliches Risiko müssen Sie immer beachten. Aber nochmal, das ist keine Herleitung meines Erachtens von dem Trade. Ja. Das ist Glücksspiel und Hoffen. Weil nochmal, der DAX ist ein eigenständiger Markt, der auch einen eigenständigen Namen hat und entsprechend eigenständig gehandelt wird. Korrelationen sind schön, aber sie sind nicht meines Erachtens, oder sollten nicht unbedingt die Grundlage sein
dass man blind jetzt einen Trade macht, nur weil ein anderer Markt sich entsprechend verhält. Man sollte auch immer das sehen, was im Markt gerade passiert, wenn man handeln möchte, losgelöst von der Korrelation. Wäre so mein Erguss zu diesem Thema. Ja. Bevor wir zu weiteren Wunschmärkten kommen, eine weitere allgemeine Frage. Hallo Herr Schmidt, im Skype-Trading spielt der Trend doch keine große Rolle, oder? Der Trend spielt die absolute Rolle, gerade im Skype-Trading. Skype-Trading ist die Perfektion des Trendhandels auf den kleineren Zeiteinheiten. Es ist das Zusammenspiel des Verständnisses Orderbuch, Tickchart rüber in die kleineren Zeiteinheiten. Es ist so, selbstverständlich kann man ein Skype-Trading auch, sage ich mal, durchführen durch reines Ausbruchstrading. Aber auch da braucht man die Geduld und den Blick, wo denn Bewegung entstehen kann. Und der Trendaufbau ist die klarste Geschichte, dass man sehen kann, wo ein Markt ist, wie er sich verhält und wo die Bewegung entstehen kann. Also ein Skype-Trader, der ohne Trendaufbau zumindest diskretionär handelt, also sprich mit der Maus und selber klickt, ja, meines Erachtens muss definitiv wissen, wie der Trend aussieht. Ja. Auch übrigens, wenn er gar nicht den Trend handeln will, muss er wissen, wie der Trend aussieht. Weil er muss erstmal bestimmen können, haben wir einen Trend oder haben wir keinen. Ja. Und dann kann er die entsprechende Technik fahren, die er jeweils hat. Aber nochmal, das ist meines Erachtens elementarstes Wissen, gerade im Skype-Trading. Ja. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ich sage, ist es nicht göttliches Gesetz. Ich bin sicher, es gibt bestimmt auch Einwände oder Leute, die sagen, nö, stimmt doch gar nicht, ja, ich mache das ganz anders. Ist auch in Ordnung so, aber ich finde schon, dass das Trendwissen elementar ist in dem Moment, wenn man diskretionär handelt und Skype-Trading betreiben möchte, und zwar, Achtung, mit einem wiederholbaren, beständigen Ansatz. Ja, dann geht es ohne das Wissen um Bewegung und Korrektur meines Erachtens sehr, sehr schlecht. Ja. Wäre jetzt meine Meinung. Zurück zu dir, Jens. Dann kommen wir zu den Wunschmärkten. Erster Wunschmarkt ist Gold heute. Okay, machen wir gerne. So, Gold. Wir gehen aufs große Bild. Bitte lassen Sie sich jetzt nicht täuschen. Ich habe hier ein Trade übers Wochenende offen. Nochmal, das ist ein Demo-Programm, was ich auch nutze für die Seminarvorbereitung. Und ich mache gerade ein kleines Experiment. Ja, mit Lücken auf dem Tageschart. Deswegen hier ist ein Short-Trade im Markt drin. Und wer jetzt hier mit Short geht, dem gebe ich einen. Bitte nicht nachtraden. So. Aber Gold, wir gehen aufs große Bild. Am besten mal aufs ganz große. Mache ich also gerne. Ich sehe auch gerade, jemand beschwert sich, dass immer die gleichen Fragen kommen. Ich kann denjenigen verstehen, aber das Webinar dient ja dazu, dass wir Fragen beantworten. Und er kann auch gerne seine eigenen abweichenden Fragen stellen. Sehr, sehr gerne her damit. Okay, was sehen wir denn? Wir sehen einen gigantischen Aufwärtstrend. All die Zeit. Sie wissen, es werden immer Gründe angegeben, warum ein Markt steigt oder fällt. Ich empfinde das zu einfach. Ja. Auch jetzt, was weiß ich, dass Gold steigen muss wegen Krisenwährung. Es steigt nicht, es fällt. Und ich mache das eben daran fest. Und zwar nicht der Grund, sondern ich analysiere einfach, wie sieht es aus. Und da erkenne ich, wir haben definitiv immer noch, seit die Webinarserie schon existiert, haben wir einen Abwärtstrend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier auf dem großen Bild, klarer kann man ihn eigentlich gar nicht sehen. Ja? Also wer da ins Zweifeln gerät, da müsste man dann nachbessern vom Fachwissen oder des Trendverstandes her. Je näher ich rangehe, natürlich desto mehr fächert der Markt wiederum auf, Untertrends und dergleichen, aber es bleibt ja gleich. Und hier kann man sogar, sag ich mal, sehen, ja, dass der Abwärtstrend nicht zu einem einzigen Zeitpunkt, nicht ein einziges Mal, wenn ich die deutlichen Hochs und Tiefs nehme, nicht ein einziges Mal in seiner Definition gebrochen wurde oder verletzt wurde. Wir halten fest, wir sind in einem Abwärtstrend, denn es ist die berühmte Frage, ja, in welcher Phase ist der denn? Und jetzt könnte man sagen, ja, eigentlich, wenn man es so sieht, in einer Korrektur, die sich allerdings sehr breit aufstellt, die sehr, sehr unruhig ist, je näher wir rangehen oder je kleiner wir werden mit den Zeitanhalten, wo auch zwischenzeitlich teilweise viel Volumen rausging und ein schwerer Innenstabhandel stattfand. Aber nochmal, hier auf der großen Zeitanhalt wird das Bild nochmal etwas klarer. Und das ist eine Korrektur, die beginnen könnte und eigentlich damit begonnen hat, einen untergeordneten Abwärtstrend auszubilden. Und wer ein bisschen von Markttechnik Ahnung hat, sieht, dass das die perfekte Konstellation ist. Aus eng beieinanderliegenden Tiefs, bestehenden Trends auf allen Zeitanhalten, wo sich hier wirklich ein großer Bewegungsschub ergeben könnte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Markttechnik ist keine unfehlbare Wissenschaft oder sowas, überhaupt nicht. Es kann auch sein, der Markt startet durch, vergessen Sie das bitte nicht. Aber das Signal ist eigentlich ein Leckerbissen, wenn man es so anschaut. Und dennoch ist die Frage, wie handle ich das Ding
weil sie müssen ja irgendwo ihr Risiko begrenzen. Und das ist ein Wochenchart und das ist ein Rohstoffmarkt. Und also wer auf dem Wochenchart handeln kann, auf dem Rohstoffmarkt mit diversen Positionsgrößen, nur wir brauchen ein großes Konto. Also gehen wir etwas näher ran, wenn wir kleinere Konten haben, um zu gucken, ob wir da was machen können. Und hier sehen wir ein sehr unruhiges Bild. Ja. Sie erkennen immer wieder, sind sehr, sehr schöne Aufwärtstrendsignale drin, die den Anschein machen, den Abwärtstrend zu beenden. Und auch pünktlich kommt in den Medien auch immer hier die Meldung, jetzt Gold kaufen. Und damit ist auf der größeren Zeitebene oder Trendgröße, kommt der Abwärtstrend wieder ins Spiel. So. Und hier habe ich ja längere Zeit gesagt, bitte lass die Finger raus, es ist alles sehr, sehr unruhig, unsauber. Als Trader müssen Sie kein Held sein, als Trader sollen Sie Ihr Geld schlau verdienen. Ja? Und in der Regel versucht man zumindest jetzt auf der Zeiteinheit, da jetzt nicht unbedingt großartig zu traden. Allerdings ist hier etwas passiert, was sehr interessant aussieht. Wir haben einen Abwärtstrend hier, ja, also Sie sehen ihn. Und wenn der diese Tiefzone bei der 11,46 oder 11,50 durch unterschreitet, hätten wir die nächsthöhere Abwärtstrendgeschichte im Spiel. Und wenn das ganz große Tief unterschreitet, hätten wir den noch größeren Abwärtstrend im Spiel. Also besser geht's nicht. Vorausgesetzt, der Kurs kommt darunter. Nochmal, der kann auch durchlaufen, nicht vergessen. Aber das ist definitiv eine Geschichte, dass wenn die Tiefpunkte unterschritten werden, wo wirklich große Bewegung vielleicht in den Markt kommen kann. Ich betone noch einmal, dass vielleicht. Es kann auch gut sein, dass es sich irgendwelche Marktteilnehmer kaufen, radikal dann rein und der Kurs rutscht eben nicht runter. Aber markttechnisch gesehen, wenn man den Trend versteht, wenn man den Trend handeln möchte, in seinen Ausführungen, Ausbruch, Bewegung, Korrektur, Ausbruch, Bewegung oder den Trend selber, ist das wirklich ein tolles Signal. Deswegen auch der Short Trade hier drin, ja, dass ich davon ausgehe, der Markt könnte hier durchrutschen und kräftige Bewegungen ausbilden. Für ein Long-Signal oder besser gesagt für einen Long-Einstieg erkenne ich gar nichts. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, schau mal, hier ist kein tieferes Tief gemacht worden. Jawohl, das stimmt. Und somit könnte hier doch auch ein Doppelboden entstehen, aber er ist noch nicht da. Alle Trends zeigen auf Short. Wenn das die Stelle ist, wo vielleicht dann doch ein Riesenkauf in den Markt kommt, haben wir halt Pech, aber genau deswegen sind wir Trader und haben einen Stop. Und werden der Sache gelassen entgegenschauen. Aber wenn dieser Markt ins Rutschen kommt, könnte ich mir vorstellen, gibt es super gute Bewegungen. Ja. Wäre meine Einschätzung zu Gold. Long ist gar nichts im Moment. Es sei denn, Sie gehen einfach her und sagen, ich kaufe bei jedem Widerstand, kaufe ich einfach in die Gegenrichtung und habe ein kurzes Risiko, ein kleines Risiko. So kann man auch traden, nichts dagegen. Aber dann bitte schön das Risiko auch begrenzen und im Griff haben. Und nicht emotional werden, falls es da wirklich nach unten durchrutscht. Ja. Wer hier kauft, wenn er Glück hat, und der Trend sich nach oben durchzieht, schön für ihn, aber ein Signal in Form eines Aufwärtstrends ist nicht da. Zumindest auf dieser Trendgröße nicht. So, das ist meine Meinung zum Gold. Der nächste Wunschmarkt heißt Öl, Brennöl heute bitte. Und ein anderer Teilnehmer fragt, Öl, Markttechnik, Trend versus Politik. Einigung mit Iran sollte Überangebot gleich sinkende Preise bedeuten. Was sagst du dazu? Also ich sage mal so, derjenige, ich finde es nett, dass er mir solche Komplimente macht, aber ich bin nicht bei dieser politischen Verhandlung im Iran dabei. Ja, also somit kann ich überhaupt nicht wissen, was der Markt machen wird, weil ich ein ganz kleiner Daytrader bin, der weit ab der großen Politik und weit ab von Insider-Nachrichten sich bewegt und deswegen muss ich mit dem arbeiten, was ich habe und das ist die Markttechnik. Und deswegen, da gibt es nichts Markttechnik gegen Politik, ja, wenn überhaupt gibt es Markttechnik und Chartverlauf, beziehungsweise die Markttechnik, die dann, wenn man sie anzweifelt oder eben nicht 100% mit ihr alleine arbeitet, dann aber auch dann Bestätigungen finden sollte in den politischen Annahmen. Und der Punkt ist der, Verzeihung, wenn derjenige sagt, okay, der Preis muss jetzt fallen, dann sieht es ja aus, als ob das alles passt. Nur markttechnisch sehe ich hier immer noch einen Aufwärtstrend, definitiv einen Aufwärtstrend, der hier Anstalten machen könnte, nach oben durchzuziehen. Wie der Markt das macht, gefällt mir nicht, sage ich ganz offen. Aber noch haben wir einen Aufwärtstrend auf groß, auch wenn wir hier einen Abwärtstrend haben. Für mich ist denn nur die Korrektur. Verzeihen Sie, ich habe ständig, muss ich mich räuspern, aber hier braut sich ein Riesengewitter zusammen und als alter Heuschnupfer ist die Luft hier so voll mit Pollen und Zeug, dass ich mich ständig räuspern muss, sorry. Also nochmal, wenn der Markt hier runter weiter, sage ich mal, die Short-Seite anstarrt, soll es mir recht sein, gerade als Markttechniker, weil ich mich nicht verbeiße in meine eigenen politischen Annahmen, sondern einfach zuschaue, was der Markt macht. Ja.
So, also wenn der Markt runterrutscht, für mich ist hier dieser Tiefbereich ungefähr bei der 53 Dollar müsste das sein, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn der gebrochen wird, wäre der Aufwärtstrend zumindest vorerst hinüber. Solange die Kurse sich darüber halten, bin ich stets bereit, wenn ich ein Aufwärtstrendsignal sehe, den großen Trend aus der Korrektur wieder aufzunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn der Markt jetzt so durchrutscht, dann kann man sagen, ja, schau mal, der Schmidt hat keine Ahnung oder wie immer. Was auch nicht das Thema ist, es geht darum, wie Sie mit Ihrem Geld umgehen, es geht darum, wie Sie mit Ihrem Risiko umgehen und es geht darum, wie Sie mit Ihren eigenen Erwartungen umgehen. Ich habe keine Erwartungen politisch zum Kursverhalten. Weil wenn man, sage ich mal, die Tiefe des Geschäfts versteht, weiß man, dass man niemals eine Geschichte einem Kursverlauf direkt zuordnen kann. Beim besten Willen nicht. Ja. Aber das wäre jetzt wieder anderes Latein, wenn ich mich da jetzt wieder reinsteigere. Ja. Nee, aber nochmal, hier würde ich definitiv abwarten. Zum Short gehen, ja, man könnte versuchen, den Trendbruch hier vielleicht anzuhandeln, sollte aber eines bedenken, es kann gut sein, hier haben wir einen schönen Umkehrstab drin, dass die Kurse vielleicht runterkommen, kein tieferes Tief machen und dann vielleicht wieder gekauft werden. Was für mich definitiv ein interessanter Aspekt wäre, long zu gehen. Also ich bin hier sehr bullish eingestellt in diesem Markt, warte aber noch auf ein entsprechendes Signal, dass ich ja wirklich sagen kann, alles klar, hier kommt die neue Trendbewegung rein. Und wenn der Markt dann so weiterläuft, ja, das kann ich im Voraus nicht wissen, deswegen nochmal muss ich mein Risiko im Griff haben, aber ich bin hier sehr bullish eingestellt, nicht euphorisch, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern bullish. In dem Moment, wenn das Ding herunterrutscht, würde ich mit mir auch reden lassen, was weiß ich, auf dem Stundenchart mal einen Short Trade zu machen, kein Problem, aber die übergeordnete Lage ist für mich immer noch ein Aufwärtstrend, der aus der Korrektur gerade starten könnte. So sehe ich es. Jetzt zurück zu dir, Jens. Zu brennend, fragt ein anderer Teilnehmer. Wann wäre denn ein Aufwärtstrendsignal gegeben? Könntest du mal eins beispielhaft aus dem Bilderbuch einzeichnen? Ja, also sprich sowas. Für mich wäre das jetzt zum Beispiel schon ein interessanter Part, dass ich versuchen würde, von hier unten mit nach oben zu gehen. Ja? Weil hier könnte ein Trend entstehen. Die ideale Konstellation wäre ein eruptiver Trend, Trendbruch des Abwärtstrendes hier und dass man dann versucht, wieder reinzukommen. Ja? Das wären so Idealgeschichten. Aber nochmal, die Sache ist ja sehr flexibel, oftmals wechselnd aufgebaut. Was kann das sein? Das Ding macht hier längere Zeit rum und bricht dann aus. Für mich ist eines wichtig, damit hier dieser untergeordnete Abwärtstrend rausgenommen wird, brauche ich entweder ein deutliches Gegensignal, auf dessen Entstehung muss ich warten. Ja? Also wenn das dann so aussieht, komme ich zu spät. Dann kann ich da wiederum nur auf die Korrektur warten. Oder ich sage, alles klar, statt ein Gegensignal kann das Ding ja nach oben durchrutschen. Warum auch immer. Ja? Wir haben es ja erkannt, dass die Märkte sich auch übrigens ganz ohne Nachrichten bewegen. Mal so als kleiner Tipp nebenbei. Ja? Also es braucht ja nicht nur immer Nachrichten, damit der Markt sich bewegt, der bewegt sich schon ganz von alleine. Weil die Teilnehmer sind unterschiedlichster Couleur, gerade in den Rohstoffmärkten. So. Und deswegen, für mich wäre also hier ein Trendbruch, wo man dann sehen müsste, wie komme ich rein. Aber was mich an dieser Chartkonstellation so reizt, ist schlichtweg dieser Punkt. Das ist das perfekte Signal. Wir haben einen Trend, den jeder sehen kann. Der Trend geht tief in die Korrektur. Die Ballkönigin ist es. Und wenn hier die ersten Anstalten gemacht werden, dass er nach oben zieht, ist es meine Pflicht als Trendfolger, in diesem Moment eigentlich dabei zu sein. Und wenn der Markt durchrutscht, ja, dann habe ich halt Pech. Ja, dafür bin ich Trader. Dann geht es nicht auf, mein Plan, weil nicht jeder Trade geht auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Also wenn Sie von 100 Trades 70 haben, die aufgehen, sind Sie richtig gut. Ja. Oft genug ist es 50-50. Also auch hier, trotz Analyse, Sonntagabend und dergleichen, es ist immer eine Geschichte mit Wahrscheinlichkeiten. Und ich erkenne hier, das ideale Szenario wäre, der Markt kommt runter und macht kein tieferes Tief. Wenn der sich hier fängt und hochzieht, hätte ich zumindest untergeordneten ersten Aufwärtstrend drin. Der sollte die Kante hier nehmen bei der 61 oder 62 und dann wäre ich definitiv dabei. Würde ich definitiv versuchen, den großen Aufwärtstrend über einen untergeordneten Aufwärtstrend mitzutraden. Das wäre mein Idealszenario. Ich hoffe, ich konnte demjenigen ein bisschen helfen. Es sind viele Fachbegriffe drin, ich weiß, die derjenige vielleicht nicht kennt. Bitte ich um Entschuldigung, ja, dass die Zeit nie reicht, dass wir die mal ja, wie man sagen, im Detail klären oder so. Ja. Zurück zu dir, Jens. Fleißig dabei bleiben. Wir haben ja wöchentlich viele Webinare, dann wird alles Step by Step immer klarer. Dann kommen wir zum nächsten Wunschmarkt. Euro, US-Dollar bitte. Und da gibt es noch eine Ja. Frage mit. Bin ich richtig im D1, im Tageschart beim Euro-US-Dollar, dass dieser immer noch in der Korrektur ist? Ah. Jetzt Bewegung, 13.4., letztes Tief und 15.5.
letzte Hoch. Wie weiter? Vielen Dank. Ja, danke. Also ich merke, das Publikum wird wirklich fachkundig und übrigens an der Stelle, wenn ich mich schon auf solche Dinge einlasse, wir hatten im Live-Trading eine Diskussion darüber und ich sagte, ich sehe hier auf groß einen Aufwärtstrend, der in der Korrektur sich verschachtelt. Besser geht es doch gar nicht. So, und deswegen rechne ich mit steigenden Kursen. Und hier sind sie. Nicht, weil ich die Zukunft sehen kann, nicht, weil ich heilig bin oder nicht, weil ich das Orakel bin, sondern einfach, weil ich über diesen Trendaufbau gelernt habe, über jahrelange Erfahrung, dass auch die großen Händler genau darauf achten. Und dieses Level war ein idealer Punkt, wenn ich den großen Trend reiten möchte, dass ich hier die Long-Richtung suche, sofern ich eine Bestätigung finde. So, und derjenige sieht es richtig. Ich sehe auch, ups, mit der Lücke muss man echt genau aufpassen, wie man es einzeichnet. Ich sehe hier immer noch eine intakte Korrektur. Also, besser gesagt, ein Abwärtstrend, der hier noch drin ist. Ja, wir haben gegensätzlich, wir haben untergeordnet, haben wir definitiv einen Aufwärtstrend, wir haben übergeordnet einen Abwärtstrend und ganz groß haben wir einen Aufwärtstrend. So, Sie sehen schon, wir haben gegensätzliche Trendlagen, was gerne übrigens zu sehr schwankendem Handel führt, wenn man dann auf den kleineren Seitenhalten unterwegs ist. Aber was ich sehe, und ich gehe jetzt hier ausnahmsweise mal runter auf die kleinere Seitenhalte, das würde ich definitiv als ein kleines Startsignal mal sehen. Wir haben einen Aufwärtstrend hier drin, der in die Korrektur geht, perfekt an dem Level, wo er eigentlich drehen sollte, auch beginnt, wieder nach oben einzudrehen. So. Dieser Trend, den wir hier sehen, könnte sich nach oben durchziehen und den übergeordneten rausnehmen. Noch ist es aber nicht so weit. Vergessen Sie es bitte nicht, ja, ich rede hier über eine untergeordnete Trendgröße, die immer noch gegen einen Abwärtstrend steht. Es kann gut sein, das Ding kommt hoch und zieht komplett wieder runter. Ja. Also nicht so euphorisch sein, immer schön vorsichtig bleiben, klug bleiben, aber das sieht echt nicht schlecht aus. Ich würde hier wirklich verstärkt im Intraday-Handel auf Long-Signale gehen. Wenn ich auf dem Tageschart unterwegs bin, würde ich im Moment keinesfalls Long gehen. Ja. Weil mir das Risiko einfach zu hoch wäre. Also wenn ich jetzt hier irgendwie einsteige, mal angenommen, der Markt macht jetzt gar keine Lücke, sondern hat auch einen ganz normalen Eröffnungskurs heute Nacht irgendwo da in der Nähe, dass ich jetzt reinspringe und Stop da drunter lege, wäre mir viel zu hohes Risiko. Aber nochmal, da ist ja jeder anders aufgestellt, die Swing Trader, die Precision Trader, die lächeln da über meine kleinen Risiken, die ich da im Intraday mache. Aber dennoch wäre für mich das auch keine ideale Stelle. Außer der Markt zieht nochmal also sehr, sehr deutlich hoch. Und auch da würde ich es versuchen, über die untergeordneten Zeitanhalten abzugleichen. Wer nur auf dem Tageschart unterwegs ist, hat eigentlich hier das Signal verpasst. Ja, muss man ganz klar sagen. Der kann nur hoffen, sage ich mal, dass das Ding hier hochzieht, nochmal korrigiert und dann Anstalten macht, vielleicht zu kommen. Und sogar da hätte er noch immer keine deutliche Trendablöse. Er hätte sie erst, sage ich mal, wenn das Gegensignal hier durch das Hoch durch wäre. Wenn es so kommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was der Markt auch machen kann, wäre ähnlich, weil es politisch ist, am Stück durchziehen, dann kommen sie zu spät, ist einfach so, oder er ratscht einfach runter. So. Und dann muss für mich diese Tiefzone hier, ungefähr bei der 1.0, Moment, ich messe es nach. Also besser gesagt, ich zoome nochmal etwas raus, damit man es besser sehen kann. So. Für mich ist eins wichtig, dass dieses Tief, was wir sehen, bei der 1.09 ungefähr, das sollte möglichst nicht nach unten durchbrochen werden. Wenn das passiert, also angenommen, der Markt kommt runter, ist dann wirklich für mich die alles entscheidende Frage, ähnlich wie im Brent, wie wir es gerade gesehen haben, also hier bei der 1.07 müsste das sein, dass dieses Tief hält. Wäre ich immer noch bullisch im Markt unterwegs, Entschuldigung, jetzt ist die 1.08, wäre ich immer noch bullisch eingestellt, also für Signale möglichst in die Long-Richtung handeln, aber auch hier bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht Trendgrößen überspringen oder sowas. Ich rede hier am Sonntagabend hauptsächlich über die großen Zeitanheiten. Natürlich hat meine Vorgehensweise hat immer mit meinem Daytrading zu tun, weshalb ich gerne in den kleineren Zeitanheiten rummache, aber nochmal, wir haben ja nicht nur Daytrader drin am Sonntagabend, hier geht es ja um die grobe Analyse, sag ich mal, der größeren Geldströme auf den höheren Zeitanheiten. Und dafür ist im Moment noch nicht das Signal da. Wenn das Ding runterkommt, könnte man hier nochmal versuchen, long zu gehen, wenn entsprechende Umkehrstäbe oder sowas sich ausbilden. Rutscht der Markt durch diesen Tiefbereich durch, hätte ich hier ein Abwärtstrendsignal, das den Aufwärtstrend abgelöst hätte. In diesem Moment würde ich sofort mein Standbein wechseln und eher versuchen, in die Short-Richtung wieder zu gehen. Wäre es meine Meinung zum Euro-US-Dollar. Zurück zu dir, Jens. Ein Teilnehmer fragt auch zum Euro-US-Dollar auf Tagesbasis. Beim Euro-Dollar könnte man noch eine W-Formation erkennen, da eine M-Formation nicht vollendet wurde. Kann man das so sehen? Ja, also ich gucke auch gerne auf die Ms und Ws. Meint vielleicht derjenige das hier? Das erste M
oder hier könnte sich eine Art W vielleicht aufbauen, ja. Aber noch finde ich es nicht so deutlich. Deswegen, also in dem Moment, wenn ich technische Analyseformationen, die Ws sind ja solche Dinge oder die Ms und dergleichen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist doch nichts anderes wie ineinander verschachtelte Trends. Ja. Deswegen, ich mache es halt über die Markttechnik, über die Trendgrößen hauptsächlich in der Zwischenzeit. Und somit erkenne ich, solange ich hier einen korrektiven Abwärtstrend habe, muss ich vorsichtig sein mit, sage ich mal, ungelenk long in den Markt springen, weil ich den Hals nicht voll bekomme oder weil ich jetzt denke, der Markt muss nach oben durchziehen, ja. Ich muss darauf achten, dass ich möglichst übereinstimmende Trendgrößen habe, und zwar aus der Korrektur eines Trends, nicht am Hochbereich. Ja, so. Und das sieht ja gar nicht schlecht aus. Deswegen, falls der Markt runterrutscht und jetzt zum Beispiel kein W oder M macht oder wie auch immer, sondern einfach runterrutscht und eine ganz andere abstrakte Form annimmt, ist es mir doch völlig egal. Das Wichtige ist das Tief hier unten. So. Und dass dann ein Trendbruch von dem Abwärtstrend passiert. Das ist für mich zum Beispiel der Punkt, wo ich sagen würde, aha, jetzt fängt es an, interessant zu werden. Und derjenige soll das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass technische Analyseformationen falsch wären oder nicht sinnig. Das sind sie sehr wohl. Nur ich mache es halt anders. Ja. Ich erkläre mir das halt immer über den Trendaufbau. Wenn ich noch ganz kurz bemerken darf, Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Markttechnik ist keine Handelslogik. Die Markttechnik ist eine ganz normale Werkzeugpalette und darüber hinaus eine Denkweise über den Markt, die Teil einer Handelslogik ist. Und man kann die auch kombinieren. Sie können das mit Indikatoren kombinieren, Sie können es mit Fundamentaldaten kombinieren, mit Nachrichtenauslese, Wirtschaftswissen, was auch immer. Ja. Verstehen Sie mich bitte nicht, ich selber handle allerdings fast die pure Version der Markttechnik, weil ich gemerkt habe, ich bin ein Einfacher. Ja? Ich mag es nicht kompliziert und deswegen für mich ist das hier wunderbar, was ich hier sehe. Ja? Ich brauche nicht das W oder das M zu suchen oder den Flip-Flop Fibonacci-Cluster mit der lila blau-blauen Ichimoku-Wolke. Das kann jeder machen, wie er will. Ich mache es halt rein über die Markttechnik und nochmal, das ist nur ein Werkzeug, mehr ist es nicht. Okay, in diesem Sinn zurück zu dir, Jens. Der nächste Wunschmarkt wäre GBP US-Dollar, das Cable bitte. Jawohl. Ja. So, hier haben wir auch kräftige Bewegungen. Der Markt bewegt sich sehr, sehr gut seit längerer Zeit. Und wir haben den auch immer wieder durchgesprochen. Finde ich auch gar nicht schlecht, wenn wir ab und zu vielleicht Rückblicke haben, ja, was ich verzapft habe vor 14 Tagen, wie der Markt jetzt aussieht. Ich sehe Folgendes. In dem Moment, wenn ich auf die größeren Zeiteinheiten wechsle, sehe ich, der Punkt, wir hatten ja längere Zeit, Abwärtstrend auch nochmal sehr deutlich ausgebildet. So, und jetzt kommt hier gnadenlos die sogenannte eruptive Trendablöse, nicht Ablöse, sondern Trendbruch, ja. Das letzte Hoch ist rausgenommen mit einer einzigen Bewegung. Das waren mehrere Wochen, für mich ist aber eine einzige Bewegung im Kontext von Bewegung und Korrektur, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was das Hochinteressante ist, hier kommt ein Aufwärtstrend in den Markt, aber wie er schöner eigentlich nicht gestaltet sein könnte. Es wäre wünschenswert gewesen, dass der vielleicht noch etwas höher gegangen wäre. Aber wenn man sich mal die Bewegungen anschaut, die hier gelaufen sind, wundert es nicht, dass der Markt relativ schnell wieder in eine Korrektur kommt. Der kommt also runter, der Aufwärtstrend ist intakt und schau mal einmal an. Hier wird eine Art, Umkehrstab ist es nicht, aber eine Art Doji gebildet. Das heißt, wir hatten doch starke Verkäufe und plötzlich zieht der Markt wieder hoch. Wiederum, die Ballkönigin. Besser kann es gar nicht sein. Nur wer jetzt hier blind in den Markt springt, weil er sagt, Ballkönigin, der Schmidt hat gesagt, die funktioniert immer, der hat das Geschäft nicht verstanden. Es ist eine sehr, sehr gute Situation, die man wirklich mit großer Aufmerksamkeit beobachten sollte und das tue ich auch. So, gehen wir runter auf den Tageschart. Was erkennen wir? Der große Aufwärtstrend ist vor dem Takt. Tiefe Korrektur. Diese Korrektur hat untergeordnet wiederum einen Abwärtstrend ausgebildet. Der ist immer noch intakt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sieht nicht schlecht aus, dieser Anstieg, aber dieser Abwärtstrend ist immer noch intakt. Wir haben kein Gegensignal, wir haben auch keinen Bruch. Also hier ist alles offen. Deswegen, wer jetzt long reinspringt, der kann Glück haben und das Ding zieht. Ja, schön, ich gönne es demjenigen. Aber wenn er Pech hat, kracht der Markt sofort runter und macht die Korrektur hier weiter. Ja. Trotz der schönen Bewegung, die hier unten gekommen ist und wo auch ein Doji auf übergeordnet zu sehen ist. Nochmal, hier ist auch Abwarten angesagt, dass man wirklich ein Wechselsignal bekäme, dann ist man auf der sicheren Seite. Spekulative Trader kaufen vielleicht drei Meter Markt, würde ich nochmal runterkommen. Ja. Wäre jetzt mein Stil, dass ich eher darauf achten würde, was achten der, wenn der runterkommt. Und da möchte ich dann auch irgendwo zumindest einen Aufwärts drin sehen, bevor ich long in den Markt reingehe. Ja. So, wäre jetzt so mein Tipp. Short gehen ist denkbar, aber bitte nicht vergessen, ist Korrektur hier. Es kann sein, Sie kriegen noch einen Rutscher. Okay, aber dann bitte nicht verwundert sein, wenn der Markt vielleicht plötzlich auch die Richtung wechselt. Ja.
weil dann das Ende der Korrektur vielleicht eingeleitet werden könnte. Für Long gehen, bitte warten. An der Stelle reinzuspringen ist grenzwertig. Selbst wenn der Markt durchzieht, irgendwann erwischt sie es, wenn sie so handeln. Deswegen hier muss wirklich darauf gewartet werden, dass nochmal der Kurs ein bisschen zurückkommt. Wäre jetzt mein idealer Einstieg, ja. Aber jeder macht das selber, wie er denkt. Also nochmal, ich denke, ich war deutlich genug, ja, was ich sagen möchte. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann bitte zum Wunschmarkt US-Dollar, japanische Yen, USD, JPY. Okay, ja, auch hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, höllische Bewegungen. Und ich glaube mal, hier sollten wir natürlich auch wiederum aufs ganz große Bild gehen. Einfach, ich weiß, wir haben immer einen Teilnehmer dabei, der sagt, der Schmidt ist sein Lieblingsmarkt. Das stimmt so nicht. Der US-Dollar japanische Yen ist nicht mein Lieblingsmarkt, vor allem jetzt nicht mehr. Aber er ist wirklich ein Trendlauf. Also da kann man schon in Begeisterung geraten als Charttechniker, ne, wenn man sich das Teil hier anguckt. Weil hier stimmt alles. Also die Definitionen, wie Bewegungen, Korrekturen laufen, ist alles perfekt. Nur, ich sage es ja immer wieder, wir sind in einem Bereich angelangt, wo zumindest kurzfristig eine Korrektur wünschenswert wäre. Hier ist sie auch und der Markt drückt schon wieder weiter. Ja. Kann sein, der macht wirklich mit diesen Aufwärtsbewegungen weiter. Nochmal völlig egal, ob das jetzt mit Währungsabwertungen, Zinsen oder sonst was zu tun hat. Man kann sich gerne für sowas interessieren. Ich lese auch ab und zu News über Wirtschaftsdaten. Aber nochmal, ich lasse die nicht in mein Trading mit einfließen. Ich möchte wirklich nach meiner Handelstechnik oder Handelslogik Signale haben, bevor ich eine Entscheidung treffe. Gut, wenn ich näher rangehe, auf dem Wochenchart erkennen wir auch, hier war lange Zeit eine Korrektur, lief absolut in die Breite rein, hat auch bestimmt so manche in die Verzweiflung getrieben. Nochmal, hier wird in der Regel das Geld verdient, wenn der Trend rennt und in dem Moment, wenn er in die Breite geht, wird es schwierig. Ja. Auch und gerade Intraday wird es schwierig, oft genug. So, was erkennen wir? Also wirklich, Trend wird die ganze Zeit intakt, ist nochmal richtig nach oben durchgebolzt, legt eine Korrektur hin, die so klassisch nach einem Ausbruch, kommt am Ausbruchspunkt an und zieht wieder hoch. Also besser kann es ja fast gar nicht sein, ja, so eine Trendfortsetzung in die Long-Richtung. Und das prüfen wir jetzt ab über den Tageschart. Und das sehen wir immer noch, auch wenn es keiner glauben mag, es ist ein Abwärtstrend, ein Korrektiver, der hier natürlich abgelöst werden könnte, aber noch nicht abgelöst worden ist. Schlichtweg, das ist die Situation. Was man als Trader jetzt als Trader daraus macht, das ist ja die andere Frage. Also auch hier würde ich nicht long in den Markt springen und Stop darunter legen. Ich glaube, gut, wer mit so einem Stil arbeitet und sagt, es ist mir wurscht, ich habe genügend Geld, es macht mir nichts aus, auch wenn der Markt weiter nach unten rutscht, kann das gerne so machen. Ja? Ich würde eher es wiederum abgleichen über die kleineren Zahleinheiten oder auf dem Tageschart zumindest sehen wollen, dass eine kurze Korrektur vielleicht in den Markt käme. Das wäre ideal. Und wenn jetzt der Markt wieder ansteigt, könnte man zumindest versuchen, hier aufs erste Wechselsignal zu gehen. Ja? Konservative Methode wäre, und da kommt man halt manchmal auch zu spät, dass man wirklich den Trendbruch abwartet, die Ausbildung eines Signals und spätestens jetzt am neuen Punkt 2 untergeordnet mitgeht zum alten. Ja. Nochmal, Sie wissen, ich kaufe nie gerne den Hochs, aber das wäre die konservative Methode. Die hochspekulative Methode wäre, dass man sagt, ich pfeife drauf, wenn das Ding runterkommt, beginne ich mich hier einzukaufen, was einfach zu gut aussieht. Und wenn der Markt einfach durchrutscht, ja, dann haben sie halt einen Verlust gemacht. Und der ist ja dann hoffentlich wohl kalkuliert, weil sie sind ja Trader und kein Glücksritter. In diesem Sinn, zurück zu dir, Jens. Dann der nächste Wunschmarkt, das schwächste Devisenpaar des Halbjahres. Okay. Sag's mir. Ich wollte hören, ob du es weißt. Keine Ahnung. Das weiß man nicht. NZD USD wäre laut dem Hersteller das schwächste Devisenpaar des Halbjahres. Der nächste Wunschmarkt. Ich achte auf solche Dinge wenig. Ich wirklich, meine sehr verehrten Damen und Herren, die meisten glauben es mir nicht, aber wenn sie mich am Abend fragen, wo steht der DAX, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nie, wo der Euro-US-Dollar steht. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich gehe rein über die Optik, die ich hier sehe. Und es gibt so viele schwache und starke Märkte. Also man möge es mir nachsehen, dass ich bei diesen Dingen immer auf der Leitung stehe. Nee, was erkennen wir denn? Auch auf einem ganz großen Bild, lange Zeit, Aufwärtstrend. So. Und irgendwann ist auch der schönste Trend zu Ende. Und das kam zum ersten Mal hier ins Spiel, als tiefere Tiefs gemacht wurden. In der Zwischenzeit haben wir, wenn man es genau nimmt, einen riesengroßen Abwärtstrend, wenn ich ihn so sehe, mit einer ausgedehnten Bewegung. Diese ausgedehnte Bewegung wird wiederum abgebildet durch einen intakten, untergeordneten Abwärtstrend, der ebenfalls schön in der Bewegung ist und auch in einem Bereich angekommen ist, wo der eine oder andere vielleicht sagen könnte, komm,
ich schaue mal, ob hier vielleicht nicht der Markt wieder steigen könnte. Ja. Also das alte Spiel, wenn die Bewegungen entsprechend gestaltet sind innerhalb des Trendaufbaus, wo kann man denn eigentlich mit Käufen rechnen oder mit Gegenbewegungen? So. Und wenn wir jetzt auf der Woche sind, erkennen wir auch schon, das, was ich vorhin jetzt übersprungen habe, sieht man sehr deutlich, ja, schöner Abwärtstrend. Übrigens auch wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Abwärtstrend. Und angenommen, sie hätten die ganze Zeit überhaupt nichts gemacht. Der in die Korrektur geht, punktgenau, einen Ausbruch. Und jetzt kommt richtig die Ballkönigin ins Spiel. So. Jetzt kann man sagen, Schmidt, warum hast du es nicht gehandelt? Muss ich sagen, habt ihr recht. Ich habe zwischendrin ab und zu mal getradet, habe aber eher den Fokus auf den Euro-US-Dollar oder GBP-USD. NZD-USD ist nicht unbedingt so mein Markt, wobei ich ihn aber auch sehe und handle, wenn Signale da sind. Okay, auf dem Tageschart erkennen wir einen einzigen Trendlauf. Ja, sagenhaft, einmal kurz angeknackst und dann Lücke nach unten und das Ding läuft in diesem Takt. Und ist im Moment in der Korrektur. Also wir sind in einer Korrekturphase. Hier kann Folgendes passieren, dass man, ich gehe etwas näher ran, Moment. Ich glaube, Sie sehen es sonst. So, sieht man es besser. Gut. Das hier sieht echt nicht schlecht aus. Ja, also wir haben Abwärtstrend, geht in die Korrektur. Das hier könnte vielleicht die Einleitung zur neuen Abwärtstrendbewegung darstellen. Wäre eine Idee. Mir wäre es lieber, wenn der Markt bis zur 0,68 hochkäme. Also der dürfte auch gerne untergeordnet ein kleines Aufwärtstrendsignal ausbilden. Und hier würde ich dann darauf achten, ob ich irgendwelche Umkehrstäbe entdecke, um nochmal in die Trendbewegung einzusteigen. Und Achtung, ich sage es immer wieder, und viele lachen, weil ich oft daneben liege, aber nicht vergessen, wir haben hier eine lange, lange Trendbewegung, dass diese Korrektur vielleicht mehr als eine Korrektur wird. Ja. Also immer darauf achten, wenn Sie den Trend handeln, in seiner Verlängerung oder in seiner Fortsetzung, wenn er schon lang gelaufen ist, kann es sein, Sie haben das Unglück und erwischen genau die Wechselphase. Ja. Aber nochmal, sieht nicht schlecht aus für Short-Einstiege, für Long-Einstiege auf dieser Trendgröße, definitiv kein Signal im Moment. Definitiv nicht. Also wenn, dann Short. Jens, ich gebe zurück zu dir. Der nächste Wunschmarkt, Dow Jones. Oh ja, okay. Gut, da sind wir auch schon. Auf dem Wochenchart hier, wir sehen, der Markt ist sehr unsauber. Also ich sage es dir ganz um Gottes Willen, habe es lange Zeit gesagt. Und wir haben allerdings eine Konstellation drin, die ist sehr, sehr interessant im Moment, auf die gehe ich auch gleich ein. Aber wir wollen uns einfach orientieren und wir erkennen, ich glaube, jeder sieht es. Es ist ein Aufwärtstrend, der besser nicht sein könnte. So. Und allerdings ist eines der letzten deutlichen Tiefs, zumindest kurzfristig, unterschritten worden. Das bedeutet nichts, je höher die Zahleneinheit geht, desto mehr achtet man darauf, dass die Kurse darunter geschlossen haben. Also es ist kein Trendbruch im klassischen Sinn erfolgt oder gar ein Trendwechsel. Ja, aber hier ist ein Abwärtstrend zu sehen. Das ist alles in der Schwebe und der Kampf findet auch gerade in diesem Bereich statt. So. Ich gehe etwas näher ran, um die Sache mein Detail anzusehen und auch hier merkt man, also Lückensprünge sind drin und ein heftiges Hin und Her. Wow, also hier geht es richtig zur Sache und jeden Tag anders. Ja, also hier muss man wirklich fit sein, wenn man drin ist. Ich entdecke Folgendes. In diesem ganzen Wirrwarr, wo man natürlich 38 Trends einzeichnen kann und ständig sich dann verwundert die Augen reibt, weil der Markt wirklich durch die Gegend springt, wie wenn es keinen Morgen gäbe. Die Frage ist, warum muss man ihn handeln, wenn es so aussieht? Die darf gestattet sein. Und wenn man ihn handelt, dann muss man halt auch hier erkennen, wir haben einen Abwärtstrend. Definitiv. Hier, auf der untergeordneten Trendgröße. Dieser Abwärtstrend hat auch den nächsthöheren Trend kurzfristig rausgenommen. Der Markt kämpft genau an dieser Stelle, ob er einen Aufwärtstrend in den Markt bringt, der den Abwärtstrend vielleicht ablösen könnte. Das wäre eine tolle Konstellation, weil die großen Trendgrößen, wir haben festgestellt, die sind immer noch intakt, könnten weiter nach oben drücken. Das wäre eigentlich ein Szenario, auf das ich warten würde, aber dazu muss der Kurs hier rüberkommen, bei den 17.800. Und er ist noch nicht rübergekommen. Und weil die Märkte politisch sind und weltweit zusammenhängen, kann es gut passieren, wir kriegen vielleicht eine Lückenöffnung hier unten oder hier oben. Ja. Im Moment ist es wirklich schwierig zu sagen. Für mich ist hier der Abwärtstrend immer noch intakt, auch wenn es nach Wechsel riecht, aber noch ist keiner da. Ja? So, und das ist das Problem im Moment. Es sieht wirklich nach einer Umkehr aus. Ja? Auf dem Wochenchart eine Lückenumkehr. Ja? Also Gap und Umkehr. Also besser geht es ja nicht. Aber noch ist der Trend nicht rausgenommen. Noch ist der Abwärtstrend intakt.
auch wenn es echt an der Kante steht hier oben. Ja, also es bleibt nichts anderes übrig als abwarten oder reinspringen. Ich tendiere eher dazu, abzuwarten und dann in den Markt zu gehen, wenn ich ein bisschen Klarheit habe. Also ich würde mich sehr freuen, wenn der Markt so aussieht. Und dann bitte nicht vergessen, ja, der Große oder der Größere ist immer noch da. Es kann sein, der Markt zieht hoch und kriegt aber wieder Gegenbewegungen rein. Also da müssen Sie echt damit rechnen, vor allem auch mit der politischen Geschichte. Und weil wir hier, ja, wie man denn sagen, eine Range ist es nicht, aber ein sehr unsauberer Verlauf, ja, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Jens, ich gebe zu dir zurück. Ich habe kurz den falschen Knopf gedrückt, jetzt bin ich da. Der nächste Wunschmarkt wäre GBP, JPY, Britische Pfund, Japanische Yen. Okay. Ein Teilnehmer schreibt noch, kurzer Blick auf das Biest, bitte, GBP, Japanische Yen. Okay, ja, biestig sieht es ja aus. Also gehen wir etwas weiter weg. Und hier sehen wir auch, also ich denke, jeder erkennt es, ein bombastisch schöner Aufwärtstrend. Ja. Hier auch wieder diese Ausdehnung, schauen Sie mal darauf. Hier ist keine einzige Korrektur dazwischen, ja. Das ist super, wenn man drin ist, wirklich. Also besser geht es ja gar nicht, wenn man hier Trading Stop hat und Tageshändler ist oder Wochenhändler. Ich beneide jeden, der da drin war. Ja. Aber wenn das irgendwann ist auch der schönste Trendlauf vorbei und es kommt die Korrektur und hier ist sie. Und diese Korrektur hat einen bombastisch schönen Umkehrstab ausgebildet. So sieht er aus. Ja. Also sprich, hier könnte der Aufwärtstrend sich fortsetzen. Wie immer, die Betonung liegt auf könnte. Wir gehen etwas näher ran und gucken, ob es denn auch wirklich schon Anzeichen gibt. Haben wir denn auf der Trendgröße, wie wir sie jetzt anschauen, denn einen Aufwärtstrend? Wir haben keinen. Wir haben immer noch einen Abwärtstrend. Hier kann eine V-Formation, ja, das ist jetzt der klassische Wechsel, kann stattfinden. Ja, das geht, aber wenn Sie jetzt hier reinspringen, ich sage es nochmal, vielleicht haben Sie Glück und der zieht wirklich durch. Ja, wäre Ihnen zu gönnen. Aber eigentlich ist das kein professioneller Einstieg, meines Erachtens. Auch hier, wie wir es öfters jetzt heute im Webinar gesehen haben, es kommt eine kleinere Korrektur in den Markt rein und dass man dann versucht, mit nach oben zu gehen, obwohl noch gar kein Trend in dem Moment zu sehen ist, wenn man etwas rotziger oder frecher ist, kann man das versuchen. Ansonsten würde ich einfach warten, dass zumindest eines der Hochs des korrektiven Abwärtstrends rausgenommen wird. Ja. Dann kann man darüber reden, also dass der Markt zum Beispiel so aussieht. Dann könnte man versuchen, zum letzten Hoch oder darüber hinaus mitzugehen. Im Moment ist das etwas vage, ja, trotz der schönen Bewegung hier. Ja. Jens, ich gebe zu dir. So, der letzte Wunschmarkt wäre Nasdaq. Ach, sind wir schon wieder durch. Wahnsinn. Okay, ja, Nasdaq gucken wir uns an. Hier ist er und ähnliches Bild wie der Dow Jones fast, ja. Eigentlich fast parallel, wobei dann eine Zeit lang schöner gestaltet war. Aber wir haben ebenfalls, also die Herleitung brauche ich jetzt nicht machen, denn jeder sieht, ne? Aufwärtstrend und so ist noch intakt. Aber was haben wir hier? Ist es ein Abwärtstrend? Ja, kann man das so zeichnen? Bin mir auch nicht ganz so richtig sicher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber eins erkenne ich. Hier war zumindest kurzfristig ein Trendbruch. So. Die Kurse haben sogar mal drunter geschlossen und ziehen aber wieder hoch. Nochmal, hier läuft gerade wirklich das Gemetzel, also anders kann man es ja echt nicht bezeichnen. Egal, welche Formationen Sie aus Bullish Engulfing Patterns oder Piercing Patterns sehen wollen, für mich ist das der klassische Entscheidungskampf derer, die schon kräftig nach unten drücken und auf Bruch der Tiefs gehen, weil hier liegen Stops. Je länger ein Trend geht, desto mehr sammeln sich die Stops und desto bessere Bewegungen gibt es auch, wenn die ganz großen Tiefs angehandelt werden. Und gleichzeitig versuchen viele Käufer im Markt, die vergünstigten Kurse der Einzelwerte zu nutzen und kaufen sich nochmal in den Markt ein. Also nochmal, hier ja, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Wenn er runterrutscht, hätten wir ein richtig schönes Abwärtstrendsignal drin. Ob das den Großen ablöst, würde ich bezweifeln, aber es wäre denkbar, dass die größeren Tiefs angehandelt werden, zumindest kurzfristig, und dass das Spiel dann wieder losgeht. Zum Long gehen, also Trendfortsetzung, hergeleitet über das Größere, ist hier, ja, ist auch keine Entscheidung da. Würde ich erst in Angriff nehmen oder in Erwägung ziehen, wenn wir den Hochbereich hier rüber kämen. Moment, ich gucke mal genauer, was das war. Es ist übrigens nicht punktgenau zu verstehen, ja. Es ist eher so ein Bereich, wie ich gerade sagte. Ich würde einfach mal sagen, bei 4.450 oder so. Ja. Wenn der Bereich genommen worden ist, dann würde ich mit mir reden lassen, dass wir in die Long-Richtung gehen. Aber im Moment, auch wieder, warten Sie es ab. Vielleicht kriegen wir eine Monsterlücke wie hier drüben und das wäre dann bitter, wenn Sie es da erwischt. Ja. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Ich glaube, noch ein bisschen Zeit ist für die eine oder andere Frage. Wie auch immer. Ja.
Auch eigentlich war mein Ziel, heute ein bisschen früher mal ausnahmsweise Schluss zu machen. Wir überziehen eigentlich immer. Heute vielleicht mal zwei, Okay. drei Minuten früher Schluss. Weil allgemeine Fragen haben wir ja eine ganz neue Reihe seit Juni 2015, jeden Montag um 19 Uhr, die offene Sprechstunde. Also alle Ihre Fragen. Und da ist nur dafür da, dieses Webinar. Also alle Ihre Fragen montags 19 Uhr, wenn Sie möchten. Was sind Spreads? Was ist Gap? Wie gibt es die Order Assuming Gap? Was sind Swaps? Wie sieht es mit der Versteuerung aus? Alle nur irgendwie denkbaren Fragen bis auf Anlageberatung montags 19 Uhr. Wenn Sie live dabei sind, habe ich den Link zur Anmeldung geschickt, wie alle Webinare natürlich kostenfrei. Und Sie überlegen, ob Sie jeden Montag dabei sind oder nur ab und zu. Wie man in Deutsch so schön sagt, man kann sich auch zurücklehnen und von den Fragen der anderen partizipieren, ohne dass man selber Fragen hat. Also schon vier, fünf Mal gewesen seit Juni und sehr, sehr erfolgreich. Wenn Sie noch nicht dabei waren, schauen Sie mal rein, montags 19 Uhr. Wir haben es 21:26, wirklich nur zwei, drei Minuten früher Schluss. Ich sage schon mal Tschüss, bye, bye. Ich bin Montag 8:30 wieder da. Guten Morgen, DAX. Also ganz, ganz viele Webinare, wie Sie es mitbekommen haben. Broker und Webinaranbieter, das ist Admiral Markets. Grüße aus Berlin. Schlusswort hat der Jochen. Vielen Dank, Jens, wie immer für die Co-Moderation und auch Komplimente der Montags-Webinarserie mit den Fragen. Ich gucke das auch sehr, sehr gerne an. Ist wirklich ein gutes, sehr, sehr gutes Webinar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Lob, was hier gerade reinkommt. Ja, freut mich, klar. Aber es ist also meine Art. Ich möchte es Ihnen einfach rüberbringen. Nichts ist sicher in diesem Geschäft, ja. Und deswegen ist man ja professioneller Trader und kein Glücksspieler, gerade weil man das weiß. Und eine gute Botschaft, weil viele Fragen gekommen sind. Wenn alles gut geht, wird es Ende der Woche, wird es endlich die Webseite geben beim Campello Verlag bei Michael Vogt wegen dem Seminar, was ich gebe im Oktober. Ich werde Sie dann informieren. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen organisatorisch, dass es endlich konkret ist für diejenigen unter Ihnen, die das interessiert. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Halten Sie die Füße still, die Märkte sind politisch. Ja, warten Sie es ab. Ich sage es immer wieder, warten ist wirklich eine Position im Trading. In diesem Sinn, schöne Woche, Herr Jochen Schmidt. Tschüss.